Ja, schönen guten Abend. Ich denke, wir können beginnen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen hier im Berliner Naturkundemuseum zu einer weiteren Veranstaltung in unserer Reihe Wissenschaft im Sauriersaal. Mein Name ist John Jakatura. Ich leite den Fachbereich der vergleichenden Zoologie hier in der benachbarten Humboldt-Universität und gemeinsam mit meinem Kollegen hier vom Museum, Dr. Andreas Kunkel, bin ich mitverantwortlich für das Programm der Veranstaltungsreihe. Wie Sie wahrscheinlich wissen, deswegen sind Sie ja hier, laden wir mit großzügiger Unterstützung auch der Berliner Sparkasse renommierte Rednerinnen und Redner ein, damit sie aufbereitet für eine breitere Öffentlichkeit aus ihrer brandaktuellen Forschung berichten und so Themen der lebenswissenschaftlichen Forschung sozusagen uns präsentieren. Sie wissen auch, dass Sie im Anschluss eingeladen sind, hier noch im Museum zu verweilen und vielleicht bei einem Glas Wein oder einer Brezel ins Gespräch zu kommen, sich die Exponate nochmal anzuschauen und so weiter. Und nun möchte ich aber unseren heutigen Gast vorstellen. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie, Frau Professorin Dr. Eva Horn, heute unserer Einladung gefolgt sind. Frau Horn ist keine Naturwissenschaftlerin. Sie trägt also nicht beispielsweise mit Messungen des CO2-Gehalts in der Atmosphäre zu unserem Verständnis des menschgemachten Klimawandels bei, wie man es vielleicht erwarten würde in einer Reihe hier im Naturkundemuseum, sondern sie nutzt eine geisteswissenschaftliche Perspektive, um die Sprache besser zu verstehen, die in den Narrativen zum globalen Wandel von unterschiedlichen Akteuren und unterschiedlichen Interessengruppen verwendet wird. Frau Professorin Eva Horn hat Germanistik, allgemeine Literaturwissenschaft und Philosophie in Konstanz, Bielefeld und Paris studiert und in Konstanz auch ihre Promotion angefertigt. Über akademische Stationen in Frankfurt-Oder, New York und Basel ist sie mittlerweile seit 14 Jahren Professorin an der Universität in Wien. In ihrer wissenschaftlichen Karriere wurde Frau Horn mit vielen Preisen, Fellowships und Auszeichnungen bedacht. Ich möchte hier stellvertretend nur die folgenden nennen. Sie war Mitglied der sogenannten Jungen Akademie der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, also hier in unserer Stadt. Sie erhielt auch ein renommiertes Feodor-Lünen-Stipendium der Alexander-von-Humboldt-Stiftung, was ihr den Aufenthalt für ihre Forschung in New York ermöglichte. Und sie gewann auch den Preis der Fritz-Thyssen-Stiftung für eines ihrer Bücher. Der Preis heißt Geisteswissenschaften international. Zu ihren aktuellen Forschungsthemen gehören neben der deutschen Literatur von der Aufklärung bis zur Gegenwart insbesondere auch die Kunst und Literatur im Anthropozän, also desjenigen mittlerweile auch geologisch nachweisbaren Erdzeitalters, was durch die Aktivitäten des Menschen charakterisiert und hervorgerufen wurde. Neben diesen Themen interessiert sie sich insbesondere eben auch für die Narrative der Katastrophe, das haben Sie auch am Titel schon erkannt. Und wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag, Frau Horn. Vielen Dank für Ihr Kommen. Ja, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung und die Einführung. Ich muss wirklich sagen, es ist der eindrucksvollste Saal, in dem ich je gesprochen habe. Es ist einfach überwältigend. Ich werde heute über nicht einfach nur Untergangsfantasien reden, sondern so eine Art Kulturgeschichte und dann auch natürlich eine Gegenwartsdiagnose einer Fantasie vorstellen, einer Fantasie, die im Moment immer wieder so aufgerufen wird und ich mich immer frage, Leute, haben wir nichts Wichtigeres zu tun? Die Frage, stirbt die Menschheit aus? Wenn ja, wann und woran liegt's? Und ist es dann ihre eigene Schuld? Und
geht es uns vielleicht irgendwie so wie den Dinosauriern, also eine sehr dominante und extrem energiebedürftige Spezies. Wir brauchen natürlich viel, viel mehr Energie als selbst der größte Dinosaurier. Und vielleicht wird uns das irgendwann hinraffen, dieser Energieverbrauch. Über den Klimawandel haben Sie ja schon gesprochen und darum geht's. Was ich Ihnen also vorstellen werde, ist mal erstmal so eine kurze Bestandsaufnahme. Wer redet eigentlich über das Aussterben? Und dann eine Kulturgeschichte von Untergangsfantasien. Das ist sehr in groben Schritten von der Johannesapokalypse bis zum Kalten Krieg. Dann die Fragen, welche Fantasien werden heute in der Literatur, im Film, aber auch in Sachbüchern so ventiliert. Dann frage ich mich, welches sind die Funktionen dieser also was wird da eigentlich bearbeitet und was wird auch vergessen? Also was sehen die und was blenden die aber auch möglicherweise absichtlich aus? Und dann, wenn noch die Zeit ist, dann werde ich noch was sagen, was wir vielleicht auch bedenken sollten, wenn wir diese Dinge ständig auf den Menschen fokussieren. Gibt es nicht vielleicht ganz andere Probleme als den Menschen? Gut, also, wann sterben wir aus? Es gibt einfach sehr, sehr viel Aussterbediskurs über den Menschen. 60% der jungen Menschen, so der Spiegel 2019, haben Zukunftsängste. Und von diesen 60%, also 56% der Gesamtgruppe, denken sogar, dass die Menschheit in den nächsten 100 Jahren aussterben könnte. Keine schöne Vorstellung, vielleicht auch keine ganz realistische. Aber es gibt darüber einen breiten Diskurs, es gibt eine Rhetorik und es ist natürlich sehr, sehr leicht, diese Rhetorik, also auch von Klimagerechtigkeitsbewegungen, dann immer als totalen Blödsinn abzutun. Dann gibt es auch so Positionen, die sagen, es sei eigentlich besser, wenn die Menschheit ausstirbt. Also es gibt eine Frau, deren Namen ich mir notiert habe, der mir aber glücklich wieder entschwunden ist, die also durch die Talkshows tingelt und sagt, sie will keine Kinder haben, um das Klima zu schonen. Es gibt Ulrich Horstmann, der seit eigentlich 30 Jahren Bücher über den Menschen als Untier schreibt, also philosophische Überlegungen darüber, ob es nicht besser sei, wenn der Mensch ausstirbt. Dann gibt es einiges an Forschung über sogenannte existential risks, existenzielle Bedrohungen, hier so eine lustige Bebilderung. Das ist eine Website von einem Institut, Globaia, das sich spezifisch mit existential risks beschäftigt. Und unten eine kleine Liste. Also was gibt es alles, was dem Menschen den Garaus machen kann? Sie sehen auch, das ist bei denen differenziert. Ich habe dann einfach die Liste übernommen, ohne stark zu differenzieren. Sind das sozusagen kosmische Ereignisse wie ein Sonnensturm oder ein Asteroideneinschlag? Oder sind das jetzt Kollaps der Ökosysteme, Nanotechnologie, Artificial Intelligence und so weiter? Sind das menschengemachte Probleme? Am schönsten ist eigentlich schlechte Global Governance. Also wenn wir daran sterben würden, dann hätten wir wirklich nicht mehr sehr viel Zeit. Extinction Rebellion ist eine Protestbewegung, die sich ausdrücklich diese Angst vor dem Aussterben der Menschheit auch in ihr Symbol gemacht haben. Ich komme da gleich noch drauf zu sprechen, die immer wieder vom Aussterben redet. Und man könnte nun hingehen und sagen, Mensch, ihr hysterischen Heranwachsenden und jungen Erwachsenen, nervt nicht mit dem Aussterben, so schnell sterben 8 Milliarden Menschen nicht aus und macht bitte die Straße frei. Das ist ja auch der generelle Tenor, was die auch Pressekommentierung der Klimaprotestbewegungen angeht, die finden relativ wenig Sympathie. Und der Punkt bei ihnen scheint zu sein, dass sie nicht nur also eine sehr apokalyptische Rhetorik bemühen, sondern dass sie das aus bestimmten Gründen tun, und zwar, weil sie davon ausgehen, dass wir Zeit verlieren.
Wir haben bereits 30 Jahre verloren, was den Klimawandel angeht. Seit 30 Jahren weist die Forschung auf wissenschaftlich sehr robuster Basis auf diesen Klimawandel hin. Und 30 Jahre lang, auch in den Medien, wurde immer eine ausgewogene Meinungsvielfalt zugelassen, die aus Klimawandelleugnern, die von der Ölindustrie bezahlt wurden, und Klimawissenschaftlern bestand. Ein frustrierendes Unternehmen für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Die Aktionen von Extinction Rebellion und der letzten Generation scheinen mir darin zu bestehen, dass sie wirklich versuchen, Dinge zu unterbrechen. Geölte, glatte Abläufe wie Verkehr, um darauf hinzuweisen, dass wir nicht weitere 30 Jahre verplempern können mit irgendwelchen Debatten über Heizungsgesetzen und so weiter. Also es gibt eine massive Rhetorik der Dringlichkeit und die schlägt gelegentlich um in sehr apokalyptische Bilder. Was die Dringlichkeit angeht, bin ich völlig einverstanden. Die Apokalypse, sage ich immer, Leute, übertreibt es mal nicht. Ich komme am Schluss noch mal auf die Frage ein bisschen zurück, was eigentlich die Funktion von solchen Gesamtapokalypsen sein kann. Ja, also das jetzt erstmal so zur Bestandsaufnahme in der Gegenwart. Dann geht es jetzt tief in die Kulturgeschichte hinein. Drei Stationen der Weltuntergangsfantasien, das ist die erste. Ich nenne es das apokalyptische Schema, weil es nicht nur an die Johannesapokalypse und ihre auch alttestamentarische Tradition in Prophezeiungen, in heilsgeschichtlichen Entwürfen, die sie auch also vor dem Christentum im Alten Testament und so weiter haben, sondern weil es ein Schema ist, das wir auch immer wieder heute sehen. Ich werde darauf zurückkommen, welche Elemente dieses Schemas heute wiederkehren, ohne dass wir uns in irgendeiner Weise jetzt als Leute selbst verstehen oder definieren, die noch an eine Heilsgeschichte glauben, also eine von Gott geplante Geschichte, die in bestimmten Stadien oder Schritten abläuft, die einer göttlichen Providenz folgt, in der, wenn Sie die Johannesapokalypse lesen, es ist wirklich ein unglaublich eindrucksvoller Text, der in sehr, sehr vielen Stufen sozusagen die schrittweise Vernichtung der Welt und auch die Vernichtung der Menschen beschreibt. Wichtig dabei ist, dass immer wieder Selektionen stattfinden, die bestraft werden, die in die Hölle kommen und die dann ins neue Jerusalem eingehen, also die Geretteten. Ja, das heißt, dieses Weltende ist gedacht als ein sinnvolles, endgültiges Ziel der Geschichte, an dem etwas stattfindet wie Gerechtigkeit. Dann kriegen endlich alle das, was sie verdient haben. Das heißt, die Zerstörung der Welt ist auch ein Neuanfang. Am Ende dieses Texts wird dann also mit architektonischer Genauigkeit beschrieben, wie dieses neue Jerusalem aufgebaut ist. Das besteht aus ganz vielen edlen Steinen. Es gibt nichts zu essen. Also es ist nicht unbedingt ein Ort, wo man so gerne wohnen würde. Aber Gott ist in der Mitte. Die Stadt ist wunderschön, harmonisch aufgebaut. Und die Gerechten, die Geretteten wohnen dort in einer Welt ohne Zeit und ohne all das, was diese Welt an Unordnung und Chaos so ausmacht. Letzter Punkt ist, der Text heißt Apokalypse. Apokalypse heißt Enthüllung, Aufdeckung. Das ist eine Vision, also der Johannes beschreibt, ich sah, ich sah, ich sah. Das heißt, und das finden wir immer wieder in der Moderne, der Untergang wird als ein Moment verstanden, in dem sich eine Wahrheit enthüllt. Das werden wir auch in späteren Untergangsfantasien wiederfinden, dieses Moment der Enthüllung. Im Untergang sieht man plötzlich eine Wahrheit, die immer da war. Das auch in der romantischen Untergangsfantasien, ich nenne das die romantische Verdunklung. Dieses ist ein Bild von John Martin, The Last Man.
Der letzte Mensch ist ein Dauermotiv in der Romantik von Lord Byron, Mary Shelley bis eben zu John Martin. Er taucht immer wieder auf. Der letzte Mensch, das sieht man schön an diesem Bild, ist jemand, der schaut, der zurückschaut. Die Sonne sozusagen der Menschheit geht unter. Und der letzte Mensch ist derjenige, der zuletzt sieht, was der Mensch wirklich gewesen ist. Also wieder dieses Moment der Enthüllung. Ich zitiere kurz aus einem Gedicht von Lord Byron, das in einer gewissen Weise diese Vorstellung des Weltendes als eine Probe auf den Menschen, eine Enthüllung der inneren Wahrheit des Menschen sehr schön thematisiert. Weil ich auch gerne mal über mein eigentliches Fachgebiet rede, nämlich Literatur, und die wird hier nicht sehr ausführlich vorkommen. Also, I had a dream which was not all a dream. The bright sun was extinguished, and the stars did wander darkling in the eternal space, rayless and pathless, and the icy earth swung blind and blackening in the moonless air. Soweit also ein rein kosmischer Vorgang, die Sonne ist aus, es ist stockdunkel auf der Welt. Morn came and went and came and brought no day. And men forgot their passions in the dread of this, their desolation. And all hearts were chilled into a selfish prayer for light. Das wird dann auch in der Folge des Gedichts nicht besser. Das sind nur kleine Auszüge. And war, which for a moment was no more, did glut himself again. A meal was bought with blood, and each sat sullenly apart, gorging himself in gloom. No love was left, and all earth was but one thought, and that was death, immediate and inglorious. Also dieser Mensch ist nicht in der Lage, sich zu helfen, ist nicht in der Lage, anderen zu helfen. Jeder sitzt vor sich hin in tiefer Verzweiflung, no love was left. Und dabei geht es nicht um Liebe wie Verliebtheit, es geht einfach um grundsätzliche menschliche Solidarität. Im Angesicht einer großen Katastrophe, das ist auch der weitere Fortgang dieses Gedichts, das ich Ihnen wärmstens zu lesen empfehle, im Angesicht der Katastrophe zeigt der Mensch sein hässliches Gesicht, sein egoistisches Gesicht, sein hilfloses Gesicht. Der Mensch ist einfach schrecklich, wenn man dann mal zurückschaut. Das heißt, diese romantische, also etwa um 1800 aufkommende Vorstellung des Weltendes ist ein völlig säkularer Untergang. Es gibt keinen göttlichen Plan, das findet ohne Gott statt. Es gibt von Jean-Paul einen Text, Rede des toten Jesus, Christus vom Weltgebäude herab, dass kein Gott sei. Und dieser Christus bringt das ziemlich gut auf den Punkt. Das ist das jüngste Gericht und Christus sagt, Leute, es gibt keinen Gott, ihr habt keinen Vater, vergesst es. Es gibt keine Gerechtigkeit, es gibt einfach nur Untergang. Das ist sozusagen der Kern der romantischen Vorstellung. Es gibt auch keinen neuen Anfang. Es gibt einen Untergang der Menschheit als Spezies, aber nicht, wie in der Apokalypse, einen Untergang der gesamten Welt. Es muss nicht gleich alles zusammenfallen. Was übrig ist, ist dann die Welt ohne Mensch. Also eine Art Erlösung der Erde vom Menschen. Meistens haben diese Visionen eine sehr, sehr negative Sicht auf den Menschen. In einem Fall, Grainville, Le Dernier Homme, da ist es sogar so, dass die Menschen selber beschließen, das letzte Paar Menschen beschließen, kein neues Menschengeschlecht zu gründen, weil sie so eine schlechte Meinung von der Spezies haben. In diesem Rückblick zeigt sich also ein hässliches Gesicht der Menschheit und das ist wieder diese Idee einer Enthüllung. Der letzte Mensch ist ein zugleich Opfer des Untergangs, des Aussterbens, aber auch nochmal die Instanz einer Reflexion. Also man guckt nochmal, dieser ältere Herr, den Sie da sehen, ist sozusagen die Vorstellung, das ist der Einzige, der wirklich die ganze Wahrheit über den Menschen sieht, der letzte Mensch. Letzter Schritt,
Der menschengemachte Untergang. Sie sehen hier ein Foto der des Castle Bravo Experiments, einer der größten Atomtests. Ich gehe mal einfach weiter und zurück zum Kalten Krieg. Das muss man sich doch ein bisschen genauer. Ich bin im Kalten Krieg aufgewachsen und wir hatten das Gefühl, das geht nie zu Ende. Ich bin natürlich nicht in den 50er Jahren schon dabei gewesen. So gut habe ich mich auch nicht erhalten. Aber die Idee des Kalten Krieges ist, das Weltende in einer gewissen Weise politisch zu operationalisieren. Sagen, ich kann die ganze Welt vernichten, wenn du mich angreifst. Der andere sagt, ich kann es auch, wenn du mich angreifst. Dieses sogenannte Gleichgewicht des Schreckens führt eben einerseits zu einer unglaublichen Explosion der Waffenforschung und diesen sehr eindrucksvollen, aber auch sehr, sehr zerstörerischen Tests. Auf der anderen Seite zu einer philosophischen Reflexion, für die ich jetzt nur Günther Anders als ein Beispiel zitiere, nämlich darauf, in was für einem Licht sich die Menschheit zeigt, als ein Wesen, das den Weltuntergang oder seinen eigenen Untergang selbst herstellen kann. Die Romantik denkt immer noch, naja gut, da passiert dann halt irgendwas Schreckliches und dann sehen wir, was der Mensch gewesen ist. Im Kalten Krieg mit der Nuklearwaffentechnologie beginnt etwas, was, wie Anders sagt, nicht mehr zurückzunehmen ist. Mit dem 6. August 1945 hat ein neues Zeitalter begonnen. Das Zeitalter, in dem wir unsere Erde als Ganze in ein Hiroshima verwandeln können. Sorry, Fehler beim Abschreiben, verwandeln können. Dieses Zeitalter ist das letzte. Die Möglichkeit unserer Selbstauslöschung kann niemals enden. Das heißt, ab jetzt leben wir mit der Möglichkeit, die Welt großflächig unbewohnbar zu machen. Und diese Erfindung können wir nie mehr zurücknehmen. Ich finde, das ist ein wirklich sehr, sehr wichtiger Gedanke aus dieser atomaren Zerstörungsphase, wo im Grunde die Atombombe in den 50er und 60er Jahren zu dem Emblem der Gegenwart wird. Ja? Also die Tatsache, dass wir uns vernichten können. Andererseits lohnt es sich unter dieser Perspektive nochmal auf jetzige Forschung zurückzugehen, zu sagen, was immer wir jetzt entwickeln, was immer wir jetzt erfinden, können wir nicht mehr zurücknehmen. Ja? Also man muss Forschung unter dem Aspekt sehen, dass sie irreversible Schwellen überschreitet. Das ist in vielen Fällen wunderbar, Gott sei Dank. Man weiß mehr und es ist in bestimmten Hinsichten fatal. Der menschengemachte Untergang des Kalten Krieges, aber auch der ja immer noch gegenwärtig und möglich ist, sieht mit Günther Anders die Gegenwart als eine Endzeit. Der Untergang wäre, und Sie kennen sicher alle so Filme wie Dr. Strangelove oder The Day After, also Vorstellungen davon, dass tatsächlich Atombomben gezündet werden. Im Fall von Dr. Strangelove geht es tatsächlich in einer sehr humorvollen Weise um die Auslöschung der gesamten Menschheit und zwar als Resultat von Blindheit, also Irrationalität, Dummheit und Verrücktheit. Also Sie kennen Dr. Strangelove, die Amerikaner sind verrückt, die Russen sind dumm und die Mischung ist fatal. Ja, also der Untergang als etwas, was die Menschheit aufgrund ihrer eigenen kognitiven Unfähigkeit nicht verhindert, sondern über sich bringt. Die Katastrophe, wenn man an Nuklearkrieg denkt oder nukleare Vernichtung des Lebens, ist eine Entscheidung und auch ein fixiertes Ereignis. Das ist deshalb interessant für uns heute, weil
eine selbstgemachte Katastrophe wie der Klimawandel genau das nicht hat. Es ist weder eine Person, die da irgendwie den Schlüssel umdreht und den Knopf drückt, noch ist es ein einzelnes Ereignis, sondern es ist eine, das, wie ich in meinem Katastrophenbuch das nenne, eine Katastrophe ohne Ereignis, sondern ein schleichendes. Wir haben dann Ereignisse, wir haben Wahrscheinlichkeiten, Risiken, wir haben nicht den Big Bang, diesen großen Knall eines ausbrechenden Kriegs. Vernichtung wird politisch operationalisiert und dagegen hilft nur auch das, eine Einsicht von Günther Anders, eigentlich Angst zu haben und diese Angst auch zu verbalisieren. Und als ich vor vielen, vielen, vielen Dekaden noch ganz klein war, das war so die Endphase des Kalten Krieges, und wir sind halt wirklich mit Plakaten gegen NATO, Nachrüstung, also Nachrüstungsdoppelbeschluss, NATO-Doppelbeschluss, auf die Straße gegangen mit Plakaten, die hießen, wir haben Angst. Wir haben damals vielleicht ein bisschen mehr Sympathie bekommen, aber auch nicht viel, als die heutigen Klimagerechtigkeitsbewegungen. Am Ende des Tages kann man sagen, dass diese Bürgerbewegung, die zugleich auch der Anfang der Umweltbewegung war, schon mit ihrem Motto, wir haben Angst vor Atomwaffen in Europa, wir wollen, dass der Kalte Krieg endet, dieses triumphalistische, wir verteidigen die Freiheit gegen den Russen mit Atomwaffen, doch ausgehebelt hat und sicherlich dazu beigetragen hat, dass das immer unpopulärer wurde. Gut, das war der kleine geschichtliche Durchlauf. Was ist Weltuntergang heute? Was sind die Bebilderungen und Narrative, die wir heute bemühen, also sagen wir mal ab den Nullerjahren, um uns eine Auslöschung der Menschheit vorzustellen? Das wäre sozusagen eine erste Bebilderung. Ich würde mal vermuten, das ist vielleicht Second Avenue oder Fourth Avenue in New York. Also, Sie sehen eine Stadt, das ist aus einem Film I Am Legend, unbedingt gucken. Sie sehen, wenn Sie je in New York waren und fanden das laut und anstrengend, alles voller Leute, in diesem Film sehen Sie New York ohne Leute. Ich wollte deshalb sogar einen Filmclip zeigen, aber das ist technisch umständlich. Gucken Sie sich einfach den ganzen Film an. Er ist auch sehr spannend, aber das ist ein Film, und diese Bilder kennen Sie alle. Es gibt auch Sachbücher, die eben, die heißen Die Welt ohne uns, The World Without Us von Alan Weismann, die sich versuchen, unsere Welt als weiterhin bestehende vorzustellen, nur komplett ohne Menschen. Und das Interessante ist, diese Welt ohne uns ist sehr häufig eigentlich eine totale Idylle. Also als ich habe wirklich einige Jahre in New York gelebt und genau am Washington Square, und es ist unvorstellbar laut. Es ist auch schön, ich fand es fantastisch, aber nichts ist traumhafter, als diese volle Stadt mal ohne Menschen sich vorzustellen. Allerdings weiß jeder, und das kann man in diesem Film auch sehr schön beobachten, weil er einerseits dieses New York, dieses leere, idyllische New York zeigt. Der einzige Mensch, der da noch lebt, ist Will Smith, und ein Dr. Neville, der von Will Smith gespielt wird, und ein paar Zombies. Und auf der anderen Seite wird die Katastrophe geschildert. Aber es gibt ganz, ganz viel solche Fiktionen, Filme. Der österreichische Autor Thomas Glavinic, die Arbeit der Nacht, hat einen Roman geschrieben. Das ist einfach, jemand wacht morgens in Wien auf und alle Wiener sind weg. Also alle Bewohnerinnen von Wien sind weg. Es ist eine Idylle, die entworfen wird, ohne irgendwie zu erklären, was eigentlich passiert ist. Deshalb nenne ich das ein sehr, sehr unklares Ereignis. Es ist eine Katastrophe, aber das hat dann eher so mit Einsamkeit zu tun und eben Zombies, ja, schlecht. Aber irgendwie ist es ein Gedankenkonstrukt. Es ist eine vertraute Welt ohne Menschen, also es hat so einen gewissen Verfremdungseffekt. Und
ist eben oft eher eine Wunscherfüllung als ein Albtraum. Jedenfalls, also dieser Film zeigt wirklich sowas wie eine Wunscherfüllung. Das Buch zum Film ist das Sachbuch eben von Alan Weisman. Ich lese ihn kurz vor und Sie sehen dabei ganz gut die Logik, nach der diese Fantasie von der Welt ohne uns funktioniert. Schauen Sie sich die Welt von heute an. Ihr Haus, Ihre Stadt, die Umgebung, das Pflaster, auf dem Sie stehen, der Erdboden darunter. Lassen Sie alles, wie es ist, aber nehmen Sie den Menschen aus dem Bild heraus. Löschen Sie uns einfach aus. Ich meine, das ist einfach ein Satz, den kann man nur metaphorisch meinen, der ist einfach Kinderkram. Ja, es ist unvorstellbar naiv. Das Buch ist ansonsten recht lesenswert. Der behandelt dann so verlassene Orte wie Pripyat und so, also die Stadt neben Tschernobyl. Löschen Sie uns einfach aus. Was bleibt? Wie würde die Natur reagieren, wenn sie plötzlich vom Einfluss des Menschen befreit wäre? Ja, natürlich schön. Alles grünt und blüht. Das ist sozusagen eine sehr idyllische, sehr friedvolle Vorlage, sich den Menschen aus dem Bild rauszudenken. Dann gibt es noch zwei andere und die sehe ich als unmittelbare Erben sowohl der romantischen letzten Menschen als auch des vor allen Dingen in der humoresken Version als auch Erben und Erbinnen des Kalten Kriegs. Das sind zwei Filme oder ein Buch und einen Film, auf die ich hier anspiele. Einerseits von Cormac McCarthy, The Road, können Sie auch, wenn Sie nicht so gerne lesen, gut in der Verfilmung anschauen mit Viggo Mortensen. Schöne Sache. Das Buch ist sehr viel düsterer noch. Es handelt von einer komplett zerstörten Welt, in der der Himmel so dunkel ist, so dauerdunkel, dass nichts mehr wächst. Also Photosynthese kann nicht mehr richtig stattfinden. Und hier sieht man die zwei armen Schweine, ein Vater und sein vielleicht 10-jähriger Sohn schleppen sich durch diese Landschaft und suchen ständig nach irgendwelchen abgelaufenen Konservendosen, nach ein bisschen Öl. Wir haben so einen Trolley aus dem Supermarkt, mit dem sie ihre Habseligkeiten transportieren. Da gehen aber dann irgendwann die Räder kaputt und so weiter und so fort. Also, das ist eine Welt, die klarerweise die Zeichen einer menschengemachten Zerstörung trägt. Wenn man sich das Szenario in Cormac McCarthys Roman genau anschaut, wie das beschrieben wird, das wird nämlich sehr, sehr spärlich beschrieben, dann kann man sagen, das ist ganz offensichtlich das Szenario des nuklearen Winters. Für einen nuklearen Winter brauchen Sie vor allen Dingen sehr viel Staub in der Luft, sodass kein Licht mehr durchdringt. Das können Sie aber auch durch einen Vulkanausbruch erzielen. Das kann alles Mögliche sein. Das können auch sehr, sehr großflächige Brände sein. Also wenn man erstmal so viel Aerosol und Staub in der Luft, also nicht in der Luft natürlich, also in der oberen Troposphäre und noch weiter oben hat, wie nach der Tambora-Explosion oder der Explosion des Krakatau oder des Pinatubo, dann hat man genau das. Nur Tambora war das Schlimmste. Das hat etwa 5 bis 10 Jahre gedauert. Dann war das wieder abgerieselt. Unsere Freunde, die hier stehen, die sind, ich glaube, nach dem aktuellen Kenntnisstand tatsächlich auch an so etwas gestorben, also der totalen Verschleierung der Atmosphäre nach einem Meteoriteneinschlag. Man kann also, die Welt ist noch da, aber man kann nicht mehr in ihr leben. Die Natur ist ausgelöscht, aber der Mensch ist noch da. Und das heißt, was immer er noch ist, er überlebt nur noch gerade so. Auch die Wissenschaftler, die den nuklearen Winter beschreiben, sagen, ja, man stirbt vielleicht nicht in den ersten 3 Wochen. Man verhungert irgendwann, es wächst nichts mehr. Der Mensch ist findig und irgendwo liegen immer noch ein paar Kekse rum. Aber es ist eine komplett gefristete Existenz, die nur noch im Überleben besteht. Das bedeutet auch, es ist ein völliger Zivilisationsbruch. In diesem Roman und Film
ziehen dann eben Kannibalen durch die Gegend und fangen andere Menschen ein und essen die, weil es sonst nichts mehr gibt. Das heißt, der Mensch wird sich sozusagen wortwörtlich selbst zum Raubtier. Der Mensch ist die einzige Ressource, die es noch gibt, ja, in dieser befristeten Zeit des noch Weiterlebens. Das heißt, in dieser tragischen Form, die auch sehr, sehr viel düstere Einsichten wieder über den Menschen hat. In vieler Hinsicht sehe ich diesen Text von McCarthy als Wiederkehr von Byrons Szenario, also die hässliche Fratze des Menschen als egoistisch, als grausam wird hier vorgeführt. Und das heißt, es wird nicht nur die Natur zerstört, sondern das, was den Menschen als Menschen definiert hat. Das gibt es aber auch in Lustig und das wäre der Film Don't Look Up von 2021. Ein Asteroid rast auf die Erde zu. Diese schöne junge Frau, die von Jennifer Lawrence gespielt wird, entdeckt das Ding und das sind alles Wissenschaftler, glaube ich, ja. Die versuchen, die weibliche Version Trumps, die amerikanische Präsidentin, davon zu überzeugen, dass man dieses Ding zerschießen muss, bevor es auf die Erde trifft. Das wird auch versucht und dann in letzter Minute abgeblasen, weil jemand sagt, ja, aber auf diesem Asteroiden, da liegen wichtige Ressourcen von irgendwelchen seltenen Erden und so weiter. Und das heißt, das ist ein Szenario, das absolut lustig und lächerlich ist. Niemand hört den Wissenschaftlerinnen zu. Alle sind hypnotisiert von irgendwelchen lächerlichen Medienereignissen. Ariana Grande hat da auch noch einen Auftritt als so ein Starlet, die sich also dann in der gleichen Sendung mit ihrem Freund wieder versöhnt, wie Jennifer Lawrence versucht, der Menschheit klarzumachen, ey, das Ende droht. Ja, das ist sozusagen die Situation. Es gibt keinerlei Priorisierung, es gibt keinerlei Einsicht in die Gefahr, die uns droht. Das heißt, das Ende der Menschheit, das im Film dann auch wirklich stattfindet, ist durchaus ein verdientes. Alle möglichen Spielarten der menschlichen Blindheit werden aufgerufen, also Zerstreutheit, Dummheit, Gier und natürlich auch, zurück zu Günther Anders, ein völliger Mangel an Angst, also einfach wir müssen halt Risiken eingehen und deshalb minieren wir diesen Asteroiden lieber, als dass wir ihn zerschießen. Auch ein Aspekt, der sehr, sehr typisch ist für unser Verhältnis zu sogenannten Existential Risks, ist die Quantifizierung in Form von Risikokalkülen. Ja, Risiko bedeutet immer eine Rechnung anzustellen und dann zu entscheiden, tue ich überhaupt was in Bezug auf dieses Risiko? Das findet auch im Film statt. Am Ende des Tages setzt sich sozusagen eine Marktlogik durch, die sagt, die Ressourcen sind uns wichtiger. Wir schauen erstmal, was wir da holen können. Und die Wissenschaftler werden entweder korrumpiert oder zum Schweigen gebracht. Ja, also auch nochmal, wenn man so will, eine Geschichte auf die Klimawissenschaft, die 30 Jahre lang gewarnt hat und nicht gehört wurde. So, jetzt wird es theoretisch. Die Frage, was wird da eigentlich bearbeitet in diesen Szenarien? Die erste These wäre, es wird nochmal versucht, im Untergang eine Einheit von Mensch und Welt zu denken. Das ist sozusagen das, was in der Apokalypse-Fantasie stattfindet. Die Welt wird vernichtet und mit ihr auch die Menschheit, aber es gibt einen Neuanfang im neuen Jerusalem. Wenn man das modern wendet, kann man sagen, da schließen sich Fragen an wie: Was ist oder war die Rolle des Menschen auf der Erde? Die christliche Antwort wäre, der Mensch ist der Zweck der Schöpfung, das Ziel der Schöpfung. Das ist eine Antwort von der Genesis bis
Kant und bis sogar also neueren Teiler de Chardin und so weiter, also neueren Versuchen, den Menschen im System der Natur zu denken. Das Zweite wäre etwas, was wir immer wieder implizieren, sagen, der Mensch ist eigentlich die einzige Instanz, die die Natur beobachten kann. Das heißt, man kann auch sagen, die Natur hat sich sozusagen ihren eigenen Spiegel, ihren eigenen Beobachter geschaffen mit dem Menschen. Problem ist, dass diese Figur der Erkenntnis unglaublich zerstörerisch wird. Also, dass die gleichen Mittel, die dem Menschen die Erkenntnis der Natur ermöglichen, den Menschen auch dazu befähigen, die Natur zu zerstören, die Natur zum Mittel zu machen und so weiter. Eine letzte und sehr aktuelle Variante dieses Gedankens wäre, den Menschen als Hüter der Erde zu verstehen und das heißt, ihn aufzufordern, Kraft seiner technischen und wissenschaftlichen Entwicklung die Rolle des, also der Planetary Stewardship zu übernehmen, also der Steuermann der Erde, grüne Technologie, Wasserstoff, manipulierte Organismen und so weiter, die die Natur in ihren Mechanismen nutzen, aber sozusagen für menschliche Bedürfnisse verfügbar machen, ohne dass die Erde dabei kaputt geht. Das wäre die erste Version, also den Untergang sozusagen als Reflexionsraum zu benutzen. Die zweite These ist, dass in diesen Untergangsfantasien die Menschheit, obwohl sie es vielleicht nicht ist, als Einheit gedacht wird. Das heißt, Natur und Menschheit können voneinander abgelöst werden. Ja, entweder die Menschheit schifft sich zum Mars ein oder sie stirbt eben aus, aber die Erde bleibt bestehen in der Welt ohne uns. Es ist natürlich ein generalisierender Rückblick auf den Mensch als Gattung, also entweder als böse Spezies bei Byron, als tragische Spezies, also eine Spezies, von der man sagen kann, dass sie einerseits versucht hat, den Untergang aufzuschieben oder sich zu retten und es andererseits nicht geschafft hat. Ja, es gibt unendlich viele Figuren in der Literatur des 20. Jahrhunderts, die genau diese Tragik vorführen. Jemand versucht zu retten, aber im Prozess der Rettung bringt er den Untergang selbst hervor. Und last not least eben als komische Spezies, als lächerliche Spezies, die wirklich zu blöd ist, ihren eigenen Untergang zu verhindern. Das letzte ist natürlich die Self-Defeating Prophecy, also die Vorstellung, dass man diese Apokalypse heraufbeschwört, um sie zu verhindern. Ich nenne das Jonas Jonas. Das eine ist der antike Prophet Jonas, der tatsächlich prophezeit in Ninive. Und das Überraschende ist, die Ninive-Enser folgen seiner Prophezeiung, streuen Asche auf ihr Haupt, büßen für ihre Sünden und Gott verschont sie. Endlich mal eine Prophezeiung, das geht aber schlecht aus für Jonas, weil der dann natürlich in die Wüste gejagt wird und Lügen gestraft wird von Gott selbst. Der dann auch eine interessante Diskussion hat, sag mal Gott, wie kannst du mich nur so blamieren? Ja, okay, die andere wäre Hans Jonas, der Philosoph Hans Jonas, auch ein Denker des Kalten Krieges, der sozusagen das Prinzip Vorsorge entworfen hat als eine Philosophie des Bewahrens der Welt für unsere Nachkommen. Sagen, wichtigste ethische Regel ist, dass wir qualitätvolles menschliches Leben in der Zukunft auch für unsere entfernten Nachkommen weiterhin nicht verhindern. Das richtet sich in der Zeit, das Buch Das Prinzip Verantwortung ist, glaube ich, von 1972. Das richtet sich natürlich auch gegen Atomkrieg, aber auch natürlich die 74, gegen die mittlerweile, das
Bewusstsein von einer ja, zunehmend galoppierenden Umweltzerstörung. Das wäre sozusagen die Idee einer Prophezeiung, um etwas zu verhindern, um Unrecht zu haben. Das Zweite ist natürlich auch, dass Thinking the Unthinkable, das ist auch eine Formel aus dem Kalten Krieg, zunächst mal sich vorzustellen, was passieren kann, um blinde Flecken auszuleuchten. Was könnte denn alles sein? Wo droht denn die Gefahr? Es bedeutet aber auch, und das ist eine, finde ich, sehr schöne Formel, die nicht ich erfunden habe, es bedeutet endlich zu glauben, was wir wissen. Wir haben einerseits wissenschaftliche Erkenntnisse, wir haben Ansagen von Wissenschaftlern und wir haben andererseits ein privates Verhalten, ein politisches Verhalten und auch politische Interessen, die einfach so tun, oh, ja, die Wissenschaft, bla bla, als wäre das eben doch nicht. Das heißt, wir glauben nicht, was wir wissen. Ja? Auch dafür kann so eine Rhetorik des bald sterben wir alle aus natürlich helfen, sich das sozusagen stärker an sich heranzulassen in dieser doofen deutschen Formel. Nachdenken über die Irreversibilität von bestimmten Schwellen, wenn bestimmte Arten ausgestorben sind, nur um zu dem Thema dieser Vorlesungsreihe zurückzukommen, die können wir nicht wiederbeleben. Oder wenn wir sie wiederbeleben, dann ist es was anderes und vor allen Dingen die Lücke, die das im Ökosystem schlägt, ist nicht in der Weise wieder zu kitten. Ja, genauso die Irreversibilität von technischen Innovationen, egal welche. Ich will da gar nicht im Detail drauf hingehen. Der letzte Punkt, und das ist wirklich nochmal die Position der Klimagerechtigkeitsbewegung wie Letzte Generation und Extinction Rebellion, ist Dingen oder Wesen und Einheiten, Entitäten, wenn ich das mal so sagen darf, eine Stimme zu verleihen, die keine Stimme haben. Das sind zunächst mal Personen, die noch nicht geboren sind oder die zu klein sind, sich in irgendeiner Weise zu äußern. Das ist nichtmenschliches Leben. Wir können auch mal darüber nachdenken, ob nicht Dinge wie die Atmosphäre, bestimmte Landschaftselemente wie Flüsse, Berge, Biotope Gegenstand unserer ethischen Sorge sein könnten. Und schließlich einen Hinweis darauf, dass es viele Gegenden der Welt gibt und viele Lebensformen auf der Welt, in der die Menschen bereits am Untergehen sind, in der es bald zu heiß ist, um noch irgendeine Art von Lebensmittelanbau zu machen, zu leben und so weiter. Das ist, glaube ich, wirklich die Haltung der Klimagerechtigkeitsbewegungen, die versuchen, dem allen eine Stimme zu geben. Ja, hier ein Zitat von Günther Anders, Mut zur Angst. Ich habe mehrfach mich in der Öffentlichkeit dazu geäußert, dass ich eigentlich Angst vor dem Klimawandel gar nicht für so eine schlechte Sache halte. Jedes Mal kriege ich 800 E-Mails. Sie haben ja keine Ahnung, auch noch Angst machen, furchtbar. Und heute lese ich Günther Anders, da steht es, von 1959. Wir leben im Zeitalter der Verharmlosung und der Unfähigkeit zur Angst. Das Gebot, unsere Vorstellung zu erweitern, bedeutet also in konkreto, wir haben unsere Angst zu erweitern. Postulat, habe keine Angst vor der Angst, habe Mut zur Angst. Auch den Mut, Angst zu machen, ängstige deinen Nachbarn wie dich selbst. Ja, also das wäre sozusagen das Plädoyer von Günther Anders und eigentlich auch das Plädoyer für eine aktivierende Funktion von Angst. Ne, das bedeutet nicht immer nur rumzusitzen, und, man kann ja doch nichts machen. Wenn man wirklich Angst hat vor was, dann kriegt man auch mal den Hintern hoch. Gleichwohl verbergen diese Fantasien doch etwas. Und darauf möchte ich auch noch abschließend zu sprechen kommen. Die Separation von Menschen und Welt, wie es die Fantasie vom letzten Menschen imaginiert, oder auch die eines neuen Jerusalem auf dem Mars oder wie auch immer, negiert natürlich eine ganz elementare Tatsache, nämlich die Abhängigkeit des Menschen von dem System, der Lebenssystem der Erde,
ja, also von dem ganzen Erdsystem. Und auf der anderen Seite die massive Transformation des Erdsystems. Also auch der Traum von Alan Weismann, die Erde nach uns und dann ist alles wieder gut, ist eine vollkommene Verkennung der Natur des Erdsystems. Das Zweite ist natürlich diese Auslöschung der Vision vom großen Sterben. Man kann auch sagen, wenn man vor etwas Angst haben sollte, dann nicht davor, dass der Mensch als so eine super tolle Spezies, die so viele Sachen erfunden hat und schlau ist und tiefsinnig denken kann, ausgerottet sein wird irgendwann und der letzte Mensch ist gestorben und dieses tolle Bewusstsein ist weg, sondern dass die Zeit davor, das ist wirklich übel. Und das heißt, das große Sterben, das bei Weismann, Glavinitsch und so weiter weggerechnet wird, löschen Sie uns einfach in Ihrem Kopf mal aus, das ist doch das Problem. Wenn man sagt, wir sind zu viele, 8 Milliarden Menschen sind zu viele, dann so, was heißt denn das genau, das wieder zu reduzieren? Echt schlecht. Klar, man kann weniger Kinder kriegen, dann hat man erstmal, und das ist genau das Problem meiner Generation, Ihrer Generation, einen riesigen Wasserkopf von zu alten Menschen. Also either way, jede Form der Welt ohne Menschen braucht dieses große Sterben und das ist wirklich das, was wir eigentlich verhindern wollen. Letzter Punkt, die Menschheit ist eben doch nicht eins. Man kann immer wieder diese Idee heraufbeschwören, im Angesichts der Katastrophe findet, das ist das Zitat, was ich vorhin ausgelassen habe, ganz kurz von Deepesh Chakrabarti, der Klimawandel stellt für uns die Frage einer Kollektivität der Menschen, ein Wir, das auf eine Universalität verweist, die wir als solche nicht erfahren können. Es ist eher eine Universalität, also eine Gemeinsamkeit, die aus einem gemeinschaftlichen Sinn für die Katastrophe erwächst. Ja, mag sein, trotzdem, wir sind nicht wirklich eine Menschheit. Wir haben eine rasante, galoppierende Ungleichheit der Menschheit. Die Schere geht immer weiter auf. Wir haben unendlich viele Lebensformen, die aktueller Zerstörung begriffen sind. Ja, also denken Sie an indigene Völker, deren Wälder aufgerollt werden in Brasilien, in Indonesien. Also es gibt unendlich viele Menschen, Lebensformen, die im Untergang begriffen sind und die auch wirklich sterben, die massenhaft sterben. Es gibt natürlich verschwundene Arten, also es gibt unendlich viel nichtmenschliches Leben, das verschwindet. Es gibt unbewohnbare Weltregionen. Was wird mit den Menschen, deren Welt da gerade untergeht? Und es gibt schließlich und endlich auch eben die Unmöglichkeit, irgendwie zusammenzukommen. Jedenfalls bis jetzt. Also zu sagen, wir finden eine Weltregierung, die das irgendwie mal doch dann Ausgleich schafft zwischen dem exorbitanten Konsum der einen und dem miserablen Leben der anderen. Was ist, wenn das Aussterben des Menschen eigentlich eine Nebensächlichkeit ist? Oder aus welcher Perspektive könnten wir das sehen und sagen, das ist eigentlich eine anthropozentrische Zerstreuung, Distraction. Wir gucken eigentlich in die falsche Richtung. Das Problem ist nämlich vielleicht eher weniger, dass wir aussterben und uns selber eine Grube graben, sondern dass wir komplett marginalisiert werden, nämlich von dem, was der Physiker Peter K. Huff die Technosphäre genannt hat. Jetzt also zwei Folien noch, das ist schon die erste. Die Definition der Technosphäre. Ich habe das extra ins Deutsche übersetzt, es ist trotzdem wahnsinnig abstrakt und hölzern, aber die Technosphäre
Das heißt, das Netzwerk von Kommunikations-, Transports-, Verwaltungs- und anderen Systemen, die fossile und erneuerbare Energien verstoffwechseln, muss als neu entstehendes, also emergentes, globales Paradigma verstanden werden, vergleichbar mit der Lithosphäre, der Atmosphäre, der Hydrosphäre und der Biosphäre. Wenn Sie nicht wissen, was diese vier Sphärchen da sind, das sind die Elemente, aus denen das Erdsystem besteht. Ja? Atmosphäre, Lithosphäre ist das Gestein, Hydrosphäre ist die Gesamtheit des Wassers, süß, salzig, eis und flüssig und gasig. Und die Biosphäre kennen wir eh. Ja? Und die Idee wäre zu sagen, die Technosphäre ist eine neue globale Sphäre, eine Entität, die plötzlich hinzukommt und so massiv und wichtig ist und sich in dieses Erdsystem hineinkeilt wie die anderen Sphären, die anderen Geosphären. Als Technosphäre betrachtet ist Technologie, also wir gucken nicht auf den einzelnen Computer und das Internet und das Smartphone und Teilchenbeschleuniger und Kohlekraftwerke, sondern wir gucken einfach mal auf die Gesamtheit der Technologie, die jetzt da ist und die Gesamtheit der Dynamik, die Technologie im Moment im Begriff ist zu bekommen oder die Dynamik, die sie bereits hat. Als Technosphäre betrachtet ist Technologie ein planetarisches Phänomen, das in großem Ausmaß Ressourcen und Energie sich aneignet. Sie greift zunehmend auf Informationen aus der Umwelt zu und ist autonom, genau deshalb, weil sie Informationen außerhalb ihrer selbst aufnehmen und verarbeiten kann. Also wie ein Auto, das den Abstand zu einem anderen Auto sieht, in Anführungszeichen. Okay, und was machen wir darin? Das ist mein letzter Punkt. Das ist irgendwie nicht schön und sehr demütigend, das zu hören, was Herr Haaf hier schreibt, aber finde ich doch sehr bedenkenswert. Menschen sind Teile der Technosphäre, Subkomponenten. Hier redet der Physiker, ne, der beschreibt Menschen, aber er meint es wirklich in dieser doch sehr wenig unserem Narzissmus schmeichelnden Weise. Subkomponenten, die für das Funktionieren des Systems unerlässlich sind. Also die zwei Funktionen, so Haaf, die der Mensch in der Technosphäre hat, ist erstens Wartung und zweitens Energieversorgung. Das sind unsere Themen. Und dafür kriegen wir Zentralheizung und Flüge und Medikamente und so weiter. Das ist alles. Und natürlich Internet. Und, ne? Also die Technosphäre macht es uns schön und will dafür, dass wir zwei Dinge sagen, dass wir ihre Maschinen warten und dass wir sie mit Energie versorgen. Aus dem Inneren des Systems, von der Seite des Menschen aus betrachtet, erscheint die Technosphäre als eine von Menschen hergestellte und auch kontrollierbare Konstruktion. Von außen hingegen, als geologisches Phänomen betrachtet, erscheint die Technosphäre als quasi autonomes System, das also nicht kontrolliert und gesteuert und gebaut wird von Menschen, sondern das sich langsam selbstständig macht. Dessen Dynamik das Verhalten seiner menschlichen Komponenten begrenzt, also einschränkt, ja, steuert, plant. Wir sind nicht so frei, wie wir glauben, in unseren zentral geheizten Häusern. Eine geologische Perspektive auf Technologie wirft die Frage auf, warum Strategien zum Schutz der Umwelt scheitern müssen, wenn sie nur die Bedürfnisse des Menschen im Blick haben, statt gleichzeitig auch die Bedürfnisse der Technologie zu berücksichtigen, die vor allem eine Fülle von Energie benötigt, und zwar eine wachsende Fülle von Energie. Das wäre sozusagen abschließend die These zu sagen, wir leben eigentlich in einer Welt, die nicht mehr dadurch untergeht oder weiter besteht, dass sie eine gesunde Natur beinhaltet, sondern unsere Umwelt besteht im gleichen Maße, wie sie aus Natur besteht, aus unserer Technologie, und zwar Technologie als Welt. Das bedeutet nicht die einzelne Maschine, der einzelne Apparat, sondern im Wesentlichen, wir leben in einem Netzwerk von Maschinen, die mit Maschinen sprechen. Und die, wie wir seit einigen Jahren ja sehen, immer schlauer werden als wir selbst. Das würde bedeuten,
es geht gar nicht so sehr ums Aussterben des Menschen, sondern um die Marginalisierung. Erdgeschichtlich gesprochen würde das bedeuten, die Biosphäre hat den Menschen hervorgebracht und der Mensch hat die Geburt einer neuen Geosphäre eingeläutet, nämlich die Technosphäre. Und irgendwann ist dieser Geburtshelfer nicht mehr wahnsinnig wichtig. Das wäre der Punkt, das wäre eine andere Art des Verschwindens des Menschen, was nicht heißt, dass wir physisch verschwinden, sondern dass wir eben so als kleine Wartungsinsekten unsere Maschinen polieren und mit Energie versorgen. Vielen Dank für Ihre Geduld. Ja, vielen herzlichen Dank für diesen wunderbar anschaulichen Vortrag. Ich bin auch sehr froh, dass Sie diesen letzten Twist nochmal gemacht haben, der uns allen nochmal zum Nachdenken anregt und dass wir uns die Zeit dafür genommen haben. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Hier geht's gleich los. Ja, bitte stehen Sie auch auf, damit... Vielen Dank. In diesem Hause habe ich mal studiert und ich komme mit großer Freude, dass Sie als jugendliche Nachwachsende den Raum auch so schön beleben. Und... Weil ich ja gehört habe, dass Sie auch weit gereist sind, dass Sie diesen Raum so herausheben, da bin ich beruhigt. Ich hatte noch nicht die Gelegenheit, so weit zu reisen. So, und nun zu Ihrem Thema. Also wir haben ja glücklicherweise einen Kurzschluss. Wir haben ja die Klimakleber und so weiter. Und wir haben auf der anderen Seite die Machthaber, die Wirtschaft und die Politik. Und wir haben ja in der Vergangenheit eine glückliche Zusammenkunft dieser beiden Machtstränge gehabt in der Regierungszeit der Angela Merkel, als sie merkte, also die Atomkraft und so, und da ist Deutschland aus der Kernenergie ausgestiegen. So, und dann hatten wir aufgrund der Katastrophe in Fukushima, in der Ukraine, danach wurde das Ministerium für Umwelt und Reaktorsicherheit in der noch damaligen BRD gegründet. Das sind zwei Beispiele, wie doch diese beiden Tschernobyl, also wie diese beiden Machtstrebungen, also die Masse, die jungen Revoluzzer, die keine Macht haben und die Machthaber, wie die der Sache entsprechend etwas erreicht haben, indem diese beiden Dinge beschlossen wurden. Und das ist eigentlich doch die Lösung, die uns eigentlich auch nur weiterbringen kann. Denn man kann noch so viel diese Straßen bekleben und so weiter, wenn nicht wirklich die Leute, die an den Hebeln sitzen, auch die Wissenschaftler mit ihren mahnenden Stimmen, mit solchen hervorragenden populärwissenschaftlichen Vorträgen wie Sie, die Masse begeistern und aufklären. Das ist doch eigentlich die Lösung. Ja, vielen Dank. Das ist natürlich Wasser auf meine Mühlen. Ich möchte mich jetzt lieber nicht zur Atomkraft äußern, aber ich fürchte, dieser Sieg der Anti-Atom-Bewegung war, das wissen wir vielleicht mittlerweile, auch ein bisschen Pyrrhus-Sieg. Also wir haben einfach viel mehr Kohlekraftwerke behalten und das ist, wie wir heute wissen, radioaktive Energie ist gefährlich und schädlich. Was wir vergessen ist, dass CO2 auch wahnsinnig gefährlich ist. Und das ist vielleicht eine Sache, die man von diesen Untergangsszenarien oder auch Präventionsszenarien, wie können wir vorsorgen, welche Risiken sollten wir eingehen, welche nicht, lernen kann, dass man oft sehr viel später die Dinge noch mal aus einer anderen Perspektive sieht. Wir heute sagen, der Atomausstieg nach Fukushima war vielleicht doch eher der Kohlelobby geschuldet als der Anti-Atom-Bewegung. Ansonsten, ja, also ich gehöre zu den Wissenschaftlerinnen, die eigentlich große Fans der Klimakleber sind. Ich kriege jedes Mal wieder Ärger und streite sogar mit meiner Familie darüber. Aber ich würde sagen, wir sollten die so ein bisschen so sehen, wie wir die Friedensbewegung damals gesehen haben. Und das hat was bewirkt.
Und was mich erschreckt, ist der unglaubliche Hass, den diese jungen Leute dafür ernten, dass sie etwas machen, was ja eigentlich ständig auf der Straße passiert, sie erzeugen einen Stau. Ja, und das ist ja nun also nicht wirklich ein Akt des Terrorismus. Gleichzeitig sind die wahnsinnig unbeliebt. Und das hat, glaube ich, mit diesen Priorisierungsschwierigkeiten zu tun, über die der Film Don't Look Up eigentlich eine ganz schöne Parabel ist. Also wir interessieren uns für alles Mögliche und wir haben große Schwierigkeiten zu sagen, was sind denn jetzt eigentlich die wirklich dringlichen Probleme oder ist es nicht vielleicht doch wichtiger, dass die Wirtschaft weiter wächst und jetzt auch mehr wächst, als sie gerade im Moment wächst. Das ist echt schlimm. In Deutschland wächst nichts mehr und es ist also ganz fürchterlich. Und was ist mit unserem Wohlstand und ja, und unsere Enkel, naja, die werden schon irgendwie klarkommen, die Technik entwickelt sich weiter. Ja, also diese Art von Denken, gegen das gehen die Klimakleber vor und ich meine auch zu Recht. Ja, danke für das Statement. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Ja, bitte. Bitte gerne aufstehen. Ich bleibe sitzen. Stehen Sie gerade auf? Ach so, ich stehe auf. Die Technik will das. Finde ich etwas. Okay, nur der eine Gedanke, ich meine, bei aller Suffisanz, mit der Sie darauf blicken, dass man vielleicht Untergangsfantasien auf 100 Jahre bezogen haben, was jeder vernünftige Mensch natürlich teilt. Wir werden in 100 Jahren vermutlich hoffentlich noch nicht untergegangen sein, aber eins ist ja natürlich auch klar, selbstverständlich, ist individuell, sind unsere Tage von der Geburt an gezählt, das ist ganz klar, und selbstverständlich auch als Menschheit und letztlich die Erdgeschichte ist selbstverständlich endlich. Ja, also von daher beschäftigen sich diese Szenarien und diese Fantasien mit einer Gewissheit, die auf das Gesamte, auf die Gesamtheit in jedem Falle zukommt. Verstehen Sie? Also ja, na, die wollen das Wie erforschen. Den, also klar, na, wenn man sagt, sind Menschen sterblich? Ja. Und ist die Spezies irgendwann, wird die untergehen? Mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit. Es sei denn, sie schafft es, andere Planeten zu besiedeln und so weiter. Aber eigentlich ist das das unwahrscheinlichste Szenario. Und was diese Fiktionen vom Weltuntergang bearbeiten, ist das Wie und das Warum. In welchem Sinn stiftenden Rahmen kann ich nachdenken über den Untergang des Menschen und warum sollte ich das tun? Das sind alles andere als, wie sagt man, Prognosen. Ja, das sind nicht so wird es dann laufen, sondern das habe ich ja auch mit dem zweiten, eher theoretischen Teil meines Vortrags versucht zu. Worüber denken die eigentlich ganz genau nach? Was sind die Implikationen, wenn ich über das plötzliche Auslöschen der gesamten Menschheit nachdenke, plötzlich sind wir alle wieder eins. Ansonsten haben wir nicht viel miteinander gemeinsam. Unglaubliche Unterschiede. Allein in meiner Lebenszeit ist nicht nur die Weltbevölkerung echt explodiert, hat sich verdreifacht, sondern die Schere zwischen Arm und Reich ist so exorbitant groß geworden. Das wirklich, sehen Sie sich das mal an, das ist noch nicht lange so, das ist auch keine anthropologische Konstante, dass es so unglaubliche Unterschiede zwischen Arm und Reich gibt oder zwischen reichen Lebensformen wie unseren und sehr, sehr armen, elenden, ungesunden Lebensformen anderswo. Ja, also das mit dem Weltuntergang muss man wirklich noch mal relativieren, wenn man sich anguckt, was in Brasilien los ist, was in Papua-Neuguinea los ist, was in Kalimantan, also auf Borneo, in dem indonesischen Teil von Borneo los ist. Da ist Weltuntergang, hier und jetzt. Ja, da verschwinden Lebensformen, da sterben Menschen. Und da verschwindet eine ganze Art und Weise, in der Welt zu sein. Nicht irgendwie im Einklang mit der Natur, sondern einfach, wenn jemand hinkommen würde und sagen würde, so wie ihr lebt, das ist
heute zu Ende. Wir kommen hier, also man kann H.G. Wells in der War of the Worlds lesen und so. Das sind solche Szenen. Da kommen Leute an, also Wesen an und rollen mal richtig die Welt, in der wir leben, auf. Und das passiert Menschen heute. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn man darüber nachdenkt. Und die Einzigen, die das in ihre Untergangsrhetorik hineinfalten, sind wieder meine Freunde, die Klimagerechtigkeitsbewegung. Ich habe am Anfang immer gedacht, Mensch, liebe letzte Generation, schön mit der Kleberei, Klimawandel ist eine schlimme Sache, jetzt kommt ihr auch noch mit tausend anderen Umweltproblemen und dann wollt ihr auch noch Geschlechtergerechtigkeit und den Schutz der Indigenen und dit und det. Aber wenn man mal genau darüber nachdenkt, dann hängt das tatsächlich miteinander zusammen. Und dann kann man nicht sagen, das ist mir völlig egal, was in Brasilien passiert und der Chinese, der ist ja auch ein fieser Kerl und der baut ja auch jede Woche ein neues Kohlekraftwerk, sondern dann muss man das in einem Zusammenhang sehen, in einem Wirtschaftssystemzusammenhang, in einem Kulturzusammenhang, in dem bestimmte Kulturen einfach ja, im Begriff sind, ausgelöscht zu werden. Und insofern haben die schon recht, es ist einfach politisch verrückt, so viele Probleme auf einmal thematisieren zu wollen. Aber in der Sache haben sie recht. Danke für diesen wirklich spannenden Vortrag. Ich habe mich sehr gefreut und viel gelernt. Ich möchte aber noch eine Frage stellen. Ich habe Extinction Rebellion so verstanden, dass ich das Extinction nicht auf oder nicht primär auf den Menschen bezieht, sondern auf das bereits stattfindende Massensterben, was etwa die Dimension erreicht oder erreichen wird, wie das die Dinosaurier von der Erde getilgt hat. Und das hat mich etwas irritiert in dem Vortrag, dass das nicht getrennt wurde von biblischen Szenarien oder ja, auch dem Kalten Krieg, der in sehr, also die Bedrohung war natürlich real, aber sie ist ja nicht eingetreten. Und die Bedrohung, die wir jetzt haben, die tritt ja jeden Tag ein. Das heißt, wir haben ja schon das Aussterben, was beim Kalten Krieg eben nicht eingetreten ist. Finden Sie nicht, dass es einen ganz qualitativen Unterschied macht, ob etwas tatsächlich schon stattfindet oder nur die Bedrohungslage da liegt? Nein, ich glaube, das habe ich auch mehrfach erwähnt. Das ist natürlich, also steht sogar auf einer meiner Folien, Arten verschwinden. Extinction Rebellion und die letzte Generation spielen sehr, sehr viel auch mit dem Menschheitsuntergang. Ich weiß, klar, dass, also einerseits Artensterben, aber das ist sozusagen etwas, was Sie eingemeindet haben. Die letzte Generation hat sich ja zunächst mal letzte Generation genannt und dann hat irgendjemand Ihnen gesagt, Leute, ihr seid vielleicht nicht die letzte Generation, aber also ihr habt diese Rhetorik, dass bald ist alles vorbei und dann haben sich die letzte Generation vor den Kipppunkten genannt. Aber es gibt dieses massive wie sagt man, diese Message der Gefahr im Verzug. Und ich glaube, das ist das, was Sie meinen. Es passiert jetzt. Und zu sagen, ja, der Kalte Krieg, die Atomkatastrophe ist nicht eingetreten. Der Kalte Krieg ist in vielen Gegenden der Welt durchaus eingetreten. Ne? Und ich weiß nicht, ob das, also ich versuche nicht, das alles zu vermischen, sondern ich habe mich gefragt, was können wir? Heilsgeschichte ist nicht mehr unser Weltbild. Krieg der Blöcke ist nicht mehr unser Weltbild. Was können wir trotzdem aus diesen Szenarien mitnehmen? Das war so ein bisschen die Idee der Gefahr im Verzug. Es passiert, es ist da, es ist in der Welt, es ist nicht mehr wegzukriegen. Das ist Günther Anders, 1959. Also ich glaube, wir können von diesen Kaltkriegshanseln einiges lernen. Natürlich, ja, natürlich. Für die Gegenwart. Das ist der Punkt. Ich möchte nur noch kurz ergänzen. Ich glaube, der Begriff, also soweit ich weiß, die letzte Generation nennt sich nicht so, weil sie die letzte Menschheitsgeneration sind, sondern bezieht sich auf Barack Obama, der auch gesagt hat, wir sind die letzte Generation, die noch etwas gegen diese Kipppunkte tun können, nicht die letzten Menschen. So. Ich habe auch noch eine Frage. Und zwar frage ich mich so ein bisschen, ob es eine Parallele gibt zu dem in der Natur vorkommenden Sorgen um die nachfolgenden Generationen. Wir hüten die, wir schützen die, wir sorgen dafür, dass die in die Welt kommen und selber groß werden, selber sich reproduzieren. Gibt es Parallelen in den grundsätzlichen
Verhaltensmotivation, diese Makroebene der allgemeinen, des allgemeinen Lebensendes halt auch als Anlass zu nehmen, zu handeln, wo man selber persönlich im Zweifelsfall gar nicht so viel von hat, sondern halt die nachfolgenden Generationen. Ja, aber das ist doch gerade das Problem. Wir kümmern uns natürlich alle um unsere Kinder, auch um unsere Enkel. Danach wird es sehr abstrakt. Und wenn das Zeug nicht mit uns verwandt ist, und da komme ich nochmal auf den Einwand der Dame eben gerade zurück. Also wenn wir nicht mit ihnen verwandt sind, dann ist es uns irgendwie dann doch so ein bisschen, naja, ne, süße Koala-Bär, blöd, aber weg. Und also wir haben, um das jetzt mal in Fachchinesisch zu formulieren, wir haben eine massiv biopolitische Agenda. Wir kümmern uns um unseren nächsten Anverwandten. Das ist uns wichtig. Wenn die Menschen nicht mehr so nah mit uns in Kontakt sind und verwandt sind, interessiert es uns nicht mehr. Das ist auch die Rolle des Rassismus in dem ganzen Komplex. Ja? Es gibt eine Fürsorge, aber nur für Verwandte, ja? Und vielleicht unser jeweiliges Haustier oder die Schlachtvieh, das soll es wenigstens schön gehabt haben. Da sehe ich sozusagen eine Blindheit, eine Scheuklappe in unserer eigentlich grundsätzlichen Fürsorge für künftige Generationen, aber doch nicht in 15 Generationen. Himmel, wie soll ich wissen, was die mögen? Und die mögen genau das Gleiche wie ich, nämlich saubere Luft und Nahrung und so. Das stelle ich mir jetzt nicht so wahnsinnig, also man braucht nicht so irrsinnig viel Fantasie. Und deshalb ist Hans Jonas so wichtig, weil der wirklich ein ganzes Buch darüber schreibt, was sind die Regeln, wie wir Zukunft gestalten, auch wenn wir nicht an dieser Zukunft mehr beteiligt sein wollen. Wir haben für diese Zukunft eine ethische Verpflichtung. Und der nennt das dann halt sinnvolles menschliches Leben, entwickelt dafür Kriterien, was das ist und so weiter. Aber grundsätzlich ist das ein Problem, das über unsere Kinder und Enkel hinausgeht. Und darin liegt genau die ethische Herausforderung. Dann sollten wir uns alle nochmal ganz herzlich für unsere Referentin für den tollen Vortrag bei unserer Referentin für den tollen Vortrag bedanken und können dann in den weiteren Verlauf des Abends einsteigen.